Moin, Serplin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich ein bisschen hart verwirrt. Und zwar, naja, es gibt mittlerweile eine Krypto-Convention oder Krypto-Kunstgalerie oder wie auch immer man es nennen möchte. Was einfach nur ein großer Platz ist, der gemietet wurde, um quasi Krypto-NFT-Bilder darzustellen. Für die, die es nicht wissen, was ein NFT ist, das ist quasi einfach nur, du kaufst nicht die Kunst direkt. Du kaufst quasi den Kassenzettel, um zu sagen, dass du die Kunst gekauft hast. Du besitzt sie nicht. Jeder kann einfach fucking nochmal Rechtsklick machen oder das Bild runterladen. Ne? Screen Record ist eine absolut mögliche Sache. Du besitzt quasi nur den Kassenzettel, um zu sagen, guck mal, ich hab das. Auch wenn das Copyright nicht bei dir liegt für irgendwas davon. Also es ist absolut eigentlich wertlos. Aber naja, es ist tatsächlich so weit mittlerweile gekommen im gesamten Krypto-NFT-Hype, dass tatsächlich Leute eine scheiß Galerie damit gefüllt haben. Und Gott, es sieht hässlich aus. Unironisch. So, mittlerweile an dem Punkt, wo wir angekommen sind, ist ein scheiß fucking Furry-Porn-Artist-Account irgendwie artistischer als eine gesamte Galerie an Bildern, für die irgendwelche Idioten Tausende Euro ausgegeben haben. Also an dem Punkt sind NFTs eigentlich der fucking Furry-Porn des normalen Mannes. So, what the fuck, ernsthaft dich jetzt? Das ist einfach nur in meinen Augen so verwirrend. Wie geben Leute Tausende an Euronen aus, ne? Stellen das in fucking Museen, aber denken nicht dran, okay, vielleicht sollte ich was Besseres investieren als einen verfickten, wertlosen Kassenzettel und, keine Ahnung, für das Geld, keine Ahnung, Auto kaufen? So, du kannst für das, was einige dieser Bilder kosten, unironisch 2, 3, 5, 9 fucking Neuwagen kaufen. Neuwagen, nicht irgendwie gebrauchte Scheiße, Neuwagen. So, the fuck, Leute, denken ernsthaft, ja, ich kaufe mir lieber einen wertlosen digitalen Kassenzettel, anstatt dass sie sich irgendwie ein scheiß Auto oder so eine Scheiße kaufen. Oder was weiß ich, damit kannst du dir ein paar fucking Wochen lang, nicht Wochen, Monate lang fucking Miete bezahlen. So, aber nein, lieber einen scheiß digitalen, in der praktischen Welt wertlosen Kassenzettel kaufen. Also, es ist absolut geistig behindert. Aber hey, irgendwie ist es ja erfolgreich genug, um ein scheiß Museum gestellt zu werden. Oder zumindest was Museumartiges. Ich werde einfach dumm bei der Scheiße. Ich werde unironisch dumm. Aber naja, ist eigentlich scheißegal, ne? Es muss mich eigentlich nicht mehr an dem Punkt interessieren, aber wenn ihr natürlich an NFTs oder so eine Scheiße interessiert habt, seid, was auch immer, kauft euch ein Auto. Mein Auto wird in 10 Jahren noch was wert sein. Das ist kein Investment, weiß, kein Plan. Ich bin kein Investor, aber trotzdem. Seid nicht so dumm. Ne? Anyways, scheißegal. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, deabonnieren und disliken. Entbimmelt die Glocke. Bla 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 bla. Haltet die Fresse und, keine Ahnung, wichst eurem Nachbarn auf den fucking immer Boden oder so eine Scheiße. Bleibt cool.